So, hier sind wir im Außenbereich des Hotels, direkt unmittelbar am Strand. Das ist sicherlich eine sehr schöne Sache und entspricht auch der Erwartungshaltung sicherlich der meisten Touristen, die quasi sich den ganzen Tag hier auf irgendeiner der Liegen legen und maximal sich erheben, um aufs Klo zu gehen. Aber so ist das nun mal. Nicht das Maß aller Dinge für mich. Aber was hier wirklich schön ist, wie fast alle Hotels, wenn man zum Strand geht, hat man ein totales Highlight, denn die Ventura Beach gehört sicherlich mit zu den schönsten Stränden, die es auf der Welt gibt. Bedauerlicherweise ist dieses Hotel eingezäunt wie ein Hochsicherheitstrakt und der Zugang zur Beach wird begrenzt, nämlich bis abends um 19.30 Uhr, wie man rechts hier lesen kann. Ist natürlich nicht so schön, wenn man abends mal in der Dunkelheit das Gefühl hat, mal ans Wasser gehen zu wollen, was in den meisten Hotels möglich ist, hier aber eben verhindert wird. Gut, das ist keine Katastrophe, aber eben auch nicht total super. Ja, wenn man hier auf die Beach rauskommt, das ist natürlich ein super Highlight. Also da gibt es nichts zu mäkeln, einfach nur gut. Ja, das Hotel sieht von außen also wirklich okay aus, da kann man nicht meckern. Störend ist sicherlich der Zaun, der einem das Gefühl gibt, man sei im Gefängnis. Und der Wachposten hier vorne, der fragt dann immer nach der Zimmernummer. Das ist auch typisch für das Hotel. Zu viele Gäste, die man nicht kennt. Und ja, ich hatte ja die Hoffnung, dass ich wenigstens mittags hier was essen kann, à la carte. Aber die wollen mich also ernsthaft zwingen, in diesem Selbstbedienungsbuffet-Ding, wo man morgens drin frühstücken muss, auch mittags zu essen, aber das werde ich wohl nicht tun. Ja, ich habe mich entschieden, doch woanders zu essen gehen, ins Nachbarhotel. Da ist einfach gemütlicher. Außerdem sind die à la carte Kosten relativ hoch hier und ich kann nicht erkennen, warum ich hier essen sollte. Tja, das war ja recht enttäuschend. Also gibt es in diesem riesigen 5-Sterne-Hotel mittags nur ein einziges Restaurant und keine Alternativen dazu. Und da mir das schon beim Frühstück nicht gemütlich genug war, lass es lieber sein und geh im Nachbarhotel essen. Da stimmt wenigstens die Atmosphäre. So, jetzt bin ich auf dem Balkon meines relativ schönen Zimmers. Da kann ich also nicht beklagen. So, das ist der Raum. Ich glaube, das nennt man hier Superior. Also das ist generell okay, ist ein guter Standard und der Balkon da draußen ist auch in Ordnung, da kann man nicht wirklich meckern. Das Bad ist so lala. Immer unter Berücksichtigung, dass das ein 5-Sterne-Hotel ist, ist das also eher einfacher Standard. Was ich schlimm finde, ist für ein 5-Sterne-Hotel ein Duschvorhang. Da bleibt mir immer beim Duschen am Hintern hängen. Das ist außerdem nicht hygienisch. Ja, so sieht das hier aus. In der Distanz kann man das Hotel sehen. Generell ist die Lage von dem Hotel natürlich schon erstaunlich gut. Aber bleibt dabei, es ist einfach nicht schön, wenn man abends ab 7:30 nicht mehr an den Strand darf. Nun, das sieht ja alles sehr, sehr vornehm und extravagant hier aus und dennoch ist eine Atmosphäre wie, was ich in Exxon Hauptverwaltung oder sonst was. Ja. Also das wirklich Schlimme an dem Hotel ist, dass es hier einfach, ja, also ich zumindest kann ja nicht das Gefühl entwickeln, ein Gast zu sein.
Und ja, man schläft hier, holt sich sein Essen beim Frühstück ab. Ja, und guckt dann, dass man irgendwie am Strand sich vergnügt. Aber ich kann mich also mit dem Hotel hier nicht wirklich anfreunden. Groß und unpersönlich, so würde ich das mal bezeichnen. Mit einer Ausnahme, und da gehe ich jetzt hin, das ist Abendessen. Das ist hier direkt, direkt draußen. Hier gibt es also Fisch ohne Ende. Da ich Halbpension habe, kann ich da irre viel von essen. Aber eigentlich kann ich gar nicht so viel Fisch essen. Ja, aber das hier ist ein Bereich, der ist wirklich okay. Damit kann man leben. Ja, machen sogar ein bisschen Musik, die Jungs hier. Hallo, hi. Hi, my friends. Hi. Let's see what's on offer. Hi. Fish, as you can see. Yeah. A lot. Well, I can't eat that much fish. Calamari, crab. Also der Platz hier ist wirklich okay, obwohl der Gedanke, jeden Abend Fische essen zu müssen und keine Alternative zu haben, ist schon hart. Ja, die einzige Alternative, die das Hotel zu bieten hat, wenn man nicht jeden Abend Fisch essen will, muss man einfach hier ans Buffet. Ja, wenn eben nichts anderes mehr geht, dann muss man das tun. Aber ich denke mal, für 5 Sterne eher schwach. Also begeistern tut mich das nicht. Innen drin kriegt mich eh keiner rein. Naja, begeistern klingt sicherlich anders. So, jetzt sind wir im Tanzsaal. Jetzt, so sehr ich mich auch anstrenge, also ich kann im Hotel wirklich nichts abgewinnen, was mich hier wieder hinbringen würde. Also für den 5-Sterne-Standard mit einer einzigen Alternative, und die heißt ausschließlich Fisch. Als Alternative zum Buffet muss schon sagen, das ist verdammt wenig. Ich würde dem Hotel also eine 3 minus bis 4 geben und eigentlich jedem nur abraten, hier hinzufahren. Es sei denn, er kriegt es zum extremen Sonderpreis. Also für ein verliebtes Pärchen. Oder jemand, der auf Hochzeitsreise ist oder irgendwie ein Jubiläum zu feiern hat, der wird hier nicht glücklich werden. Das sage ich mal so, wie ich es sehe. Ich muss sagen, ich habe jetzt nach langem Suchen noch 2 Restaurants entdeckt, beide aber in klimatisierten Räumen. Eine ist ein orientalisches Restaurant und ein anderer eher chinesisch. Also ähnlich. Auf jeden Fall nichts zum draußen sitzen. Ja, das ist alles hier für meinen Geschmack ein bisschen zu fein und hier geht es einfach nicht leger genug zu. Oder locker genug zu. Ja, eigentlich kann man sich jetzt nur noch verkriechen auf sein Zimmer und sich seine Flasche Whisky nehmen oder was man gerade hat und auf dem Balkon setzen und warten, bis man einschläft. Aber Besseres fällt mir hier nicht ein.